Beim Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Waldsitzenheim, bei dem zwei Frauen getötet wurden, wird heute das Urteil gefällt. Der Angeklagte, der zuletzt als Sicherheitsfachkraft tätig war, gab im Eingangs- und Wohnzimmerbereich des Einfamilienhauses, in dem die beiden Frauen wohnten, insgesamt 11 Schüsse aus seiner Glock-Pistole Kaliber 7,65 mm ab. 3 Schüsse trafen die Mutter und 7 Schüsse die Tochter. Beide Frauen verbluteten. Ein Schuss dabei ging ins Leere. Der damals 51-jährige Salzburger war um 22.30 Uhr zu dem Haus nach Waldsitzenheim gefahren. Dort wartete er eine Stunde bis zum Eintreffen der 50-Jährigen, wie er nach der Tat den Beamten schilderte. Zunächst soll es zu einem verbalen Streit mit der Mutter gekommen sein. Weil diese ihn dann körperlich attackiert haben soll, zog er seine Faustfeuerwaffe und gab aus kurzer Distanz einige Schüsse ab. Anschließend flüchtete er mit seinem Wagen. Der Verdächtige wurde am 6. Mai um 4.30 Uhr in der Gemeinde Abersee am Wolfgangsee festgenommen, nachdem er sich der Kobra gestellt und zuvor Suizid angekündigt hatte. Die Beamten stellten bei ihm 2 geladene Schusswaffen und mehr als 106 Patronen sicher, die er legal besessen hatte. Vor der Polizei fand er keine Erklärung für die Tat. Er beteuerte, dass er die 50-Jährige geliebt habe. Wegen der in einem Gerichtsgutachten attestierten Gefährlichkeit des Mannes beantragte die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Heute im Laufe des Nachmittags wird es vermutlich das Urteil geben. Ich habe jetzt meinen Kollegen Jörg Völknig hier von Bild.de. Er verfolgt den Prozess seit mehreren Tagen. Wie sieht es momentan aus? Was war im Prozess jetzt das Wichtigste? Kann man das kurz zusammenfassen? Das Wichtigste war, dass Gottfried O. eigentlich geschildert hat, dass er in einer Liebesbeziehung, in einer romantischen Beziehung mit Helga B. gewesen sei und dass nur der Bruder und die Mutter Druck auf ihn ausgeübt hätten, ihn quasi, fast sagt er, dass sie ihn gestalkt hätten, ihn überwacht hätten und immer wieder dazwischen gefunkt hätten. Sie hätten behauptet, er sei nur hinter dem Vermögen der Familie her, wolle sich da einschleichen, wolle Helga B. ausnutzen, als Maulwurf anheuern in ihrer Bank, in der sie gearbeitet hat. Und an diesem Abend sei es zur finalen Demütigung gekommen, als er Helga B. gebusselt habe und auf einmal die Mutter erschienen sei, ihm auf die Brust geboxt habe, da sei es bei ihm explodiert, wie ein Wasserfall sei die Tat über ihn gekommen und dann habe er einen Blackout gehabt und habe einfach nur noch geschossen. Das heißt, er hat die Tat eingeräumt, hat dann aber auch in einem sehr emotionalen Notruf, der abgespielt wurde von der Tat, gesagt, ihr müsst den Robert B., den Bruder müsst ihr bestrafen, der ist derjenige, der mich so weit getrieben hat und er bringe sich jetzt um. Davon konnte ihn die Einsatzzentrale aber abhalten, sodass er dann festgenommen werden konnte. Wie reagierte der Angeklagte hinter uns im Gerichtssaal? Er versuchte auf Anraten seines Anwalts sehr emotional zu wirken, aber als ihn die Staatsanwaltschaft dann doch mal etwas härter angegangen ist, dann fiel auch manchmal die Maske vom Gesicht. Dann hat er dann so gesagt, sie versuchen mir irgendwas anzuhängen. Auch die beisitzende Richterin hat immer wieder darauf hingewiesen, also das, was er hier erzähle, das sei wie Romeo und Julia für Arme. Und hat gesagt, er soll mal aus dieser Mitleidsmasche endlich rauskommen, denn immerhin könne er über sein Schicksal noch reflektieren, wohingegen die beiden Opfer das nicht mehr könnten. Sie seien tot und hätten da keine Chance mehr. Der Angeklagte ist ja geständig. Wie glauben Sie, was vermuten Sie, wie wird das Urteil ausgehen? Ja, es gibt letztlich zwei Optionen. Das hat der Verteidiger Andreas Schweizer hier klargemacht. 10 bis 20 Jahre zeitige Freiheitsstrafe in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder lebenslang. Und der Verteidiger hat stark versucht, nochmal auf diese Affektsituation hinzuweisen. Und für ihn wäre es ein Erfolg, wenn es nur eine zeitige Freiheitsstrafe wäre. Darauf richtet er sich eigentlich ein. Darauf ist auch Gottfried O. eingestellt. Wahrscheinlich ist aber, gerade weil der Nebenklagevertreter auch hingewiesen hat, es gab in Österreich 2021 22 Morde an Frauen. Und der Mord an Helga B. und Ingrid B. war Nummer 8 und 9. Das war, glaube ich, ein Detail, was bei den Geschworenen sehr großen Eindruck gemacht hat. Also es deutet viel mehr auf eine lebenslange Freiheitsstrafe hin. Dann harren wir der Dinge und warten auf das Urteil, das in nächster Zeit hier hinter uns im großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg gefällt wird.